wieder zurück nach einem Fail, weil ich irgendwie, weiß auch nicht, irgendwas wollte gerade nicht richtig und hat mich dann aus dem Spiel gehauen. Ich weiß, ihr seht Schattenbro noch nicht, aber ich habe die Aufnahme schon mal gestartet, weil wie gesagt, Zeitfenster. Geil, mein Holz ist weg, weil ich es aus Versehen rausgeschmissen habe aus dem Inventar, als ich rausgeklickt wurde. Okay, was? Das ist natürlich negativ. Ja, mir das fehlen, ist negativ. Mir fehlen 100. Mir fehlen 100 Einheiten Holz. Ja, er hat ein kleines Special quasi gemacht, wo er Unleashing of Chaos ein wenig hochgenommen hat, ein RPG. Was ich nicht. Als ob wir noch nie ein RPG hochgenommen haben. Alte Macht. Ja, aber glaub mir, das ist wirklich schlecht. Das ist so schlecht. Wir werden spielen uns aber die ganze Zeit genauso runter machen wie er. Ich bin gespannt, ob ich genauso schnell aufgebe wie er. Warte mal, wir spielen das? Ja, ich glaube, ich werde es spielen. Ja, das landet dann auf Schadensbody. Ja, natürlich. Da kommen sowieso nur alle Trash-Games hin. Richtig. Es sei denn, es kommt mal was Gutes. Das passiert. Die, mich jetzt auf diese Antwort in knapp 2 oder 3 Jahren zurückführen wollen, wenn wir mal Fame sind und sagen, aber Elements Destiny ist kein schlechtes Spiel. Ich sagte, eigentlich. Eigentlich, ja. Elements Destiny ist eigentlich auch ein gutes Spiel. Eigentlich. Es hasst dich nur, weil Zui sich extrem viel Zeit mit dem Balancing gemacht hat. Und das sieht man dann. Also entweder man sieht es, weil das Spiel zu schwer ist, oder man sieht es, weil man alte Macht kennt. Balancing. Was für Balancing? Ah. So. Das macht alles keinen Sinn. Ah. Welcher Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Dieses Spiel, da ist kein Sinn drin. Jetzt weißt du's. Oh ja, ist das schön. Ich wurde gerade von irgendjemandem im Skype noch zusätzlich angeschrieben, noch zu meinem Bruder. Ey, Geschwisterchen. Nein. Nein. Hey, listen. Nee, er hat mich angeschrieben, weil ich ihm gesagt habe, ja, dann sagt er einfach, wenn du Zeit hast, weil ich gleich noch mit meinem Bruder etwas machen möchte. Oh mein Gott, eine Orgie, was? Er hat einen HD-fähigen Screen. Ich habe eine PS3. Kann selber nur 480p auf meinem Fernsehen zocken. Da besucht man doch gerne seinen Bruder. Ne, Bruder, ich hab dich ja lieb. Ganz, ganz toll. Wann ziehst du nochmal aus, hast du gesagt? So. Bam, bam, bam. Meine Schwester ist bereits ausgezogen. Also ich habe da kein Problem mehr mit. Oh, sie steht gerade ausgezogen bei dir. Okay. So strange. Na. I'm just fucking up your mind. Da geht der Slime. Pinky. Alleine zu Hause bin. Oh, ich wollte gerade sagen. Ja, deine Eltern werden sich freuen. Welche Eltern? Was? Oh, ich habe vorhin auf B gedrückt. Ja, mein Vater ist sowieso ausgezogen und meine Mutter ist momentan arbeiten. So. Deine Mutter ist. Deine Mutter ist eine verdammt coole Sau. Glaube ich. Weiß. Ich hab's noch nie gesehen, aber sie ist eine verdammt coole Sau. Ist sie sogar, man glaubt es kaum. Ist wie bei Tims Mutter. Was? Ist wie bei Tims Mutter, ich sag mal, deine Mutter muss aber verdammt cool drauf sein. Du kennst sie doch gar nicht. Ja, aber sie hat dich erzogen irgendwie. Ah, das stimmt. So. Awkward! Yay! Es ist das Geile an Spontanaufnahmen, man hat sich überhaupt gar nichts vorbereitet vor der Aufnahme. Wir nehmen immer spontan auf. Nein, manchmal mit Plan. Machen wir? Wie war das noch, als ich dich bei Alte Macht anspornen musste? Alter, ich sag dir, ich guck auf den Maker, den ich gerade auch nicht mehr hab, den muss ich auch wieder nochmal holen. Das werden wahrscheinlich nur so und so viele Minuten sein. Das werden wahrscheinlich nur so und so viele Spielminuten sein. Echt? Ja, dann haben wir es hinter uns. Okay. Ich hatte recht. Oh mein Gott, die Welt geht dieses Jahr unter. Er hatte recht. Die Welt ist doch sowieso dieses... Egal. Das ist der letzte Sommer. Oh Mann. Nein, für die mache ich keine Werbung. Ja, die haben schon genug. Die haben die Außenseite überholt. Mit knapp 5k.
Bam, bam, bam. So, oh, mal kurz wieder mein Aufstoßen in den Rücken. Nein, doch nicht. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ihr werdet diese Folge höchstwahrscheinlich erst nach Neujahr sehen. Da können es vielleicht auch schon 12.000 sein, wenn nicht sogar noch mehr. Befürchte ich nämlich auch, weil YouTube mir momentan das Uploaden verwehrt. Ich war... Mir nicht, aber es hat ewig lange gedauert, bis ich Pokémon Gelb hochgeladen hatte, Part 44. Ich war gestern... Ab 3 Stunden. Ich hätte kotzen können. Gestern war mein Bruder mal wieder ein bisschen länger weg, da hatte ich ein größeres Upload-Zeitfenster, was ich momentan auch habe, weil er endlich eine Arbeit hat. Juhu! ich kam nach Hause... Du hast eine Arbeit! Ich kam nach Hause, ich hatte von Part 13 bis 16 Illusion of Time hochgeladen. Beziehungsweise ich war am Hochladen, ich war der Meinung, es wäre eigentlich fertig. Beziehungsweise so mindestens bis Part 3. 15 meine ich. Hätte ich abbrechen können, alles klar, Hauptsache eine Folge hoch. Sie hat nicht mal gestartet. Gut, also wie gesagt, es ist bei solchen Community-based Projects ist es meist so, dass die Provider dich hassen. Holz! Sie hassen dich! Nee, ich brauch grad wirklich Holz. Ich weiß, ich auch. Oh, gut. Boah, mein schicken roten Stiefel. Ich glaube, bevor wir das erste Lebensupgrade finden, mache ich mir nochmal einen neuen Charakter und dann sich mal 20 Minuten vor, anstatt nur 10. Danach gefällt mir die nicht, 40. Gefällt mir immer noch nicht, eine Stunde und 20 Minuten. Halt! Stopp! So. Die Charaktere bleiben so wie die. Halt, stopp! Alles bleibt wie es ist! Boah, du musst dir echt mal das Video von Dreamcast jetzt angucken für Unleashing of Chaos. Also. Danach wirst du verstehen, was ich meine. So. Ich muss tatsächlich sagen, ich gucke Dreamcast eigentlich nicht. Ich finde ihn zwar cool, aber. Beste Aussage of the World. Ja, er ist ein bisschen eingebildet. Mit der Zeit gewinnt man sogar dran. Doch, finde ich. Der tut nur so. Das ist seine Rolle. Das ist die gleich sowas ähnliches wie Lord Abaddon macht mit seiner Imperialrolle. Unterwirf dich, Abaddon. Ich singe absichtlich so schlecht. Hi, Lord Abaddon. Weil Equitas episch ist. No. Uah, Vogel umgebracht. So, eben mal kurz ein bisschen Werbung reingeschrieben. Der übrigens die Musik's richtig. Richtig von. Ich weiß zwar nicht gerade genau, wer das ist, aber ich habe schon mal von ihm gehört. Das ist Equitas! Ja, ich kenne nicht alle seine Nicknames, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also heißt er auf YouTube! Okay. Ich kenne nur den Namen Equitas. Ich weiß nicht, ob er ein Pseudo oder so was sich angelegt hat. Da bin ich ein bisschen outdated. Ich weiß nur, dass er sehr viel von seinem Musikstil aus Subway to Sally empfunden hat, wenn. Ich glaube, ja, der ist das. Wenn das nicht gerade jemand anderes ist, an den ich denke. Und Subway to Sally ist eine geile Band. Kauft euch das Album Schwarz in Schwarz. Nein! Jetzt wird's zu awkward. Ja, das Album wird zu diesem Zeitpunkt schon längst out to date sein. Das Album ist auch tatsächlich schon ein Jährchen alt, eigentlich. Aber gut. Ja. Guck mal, er ist ein Hipster. Er sagt jetzt schon mal, alte Sachen sind gut und so. Pass auf, irgendwann läuft er mit Hornbrille rum und in total hässlichen grünen Hosen. Du erzählst so einen Haufen Scheiße, dass ich da nicht drauf eingehe. Natürlich erzähle ich einen Haufen Scheiße, das ist ein Let's Play, meine Güte. Aber Subway to Sally ist gut. Nein, egal. Das ist meine persönliche Meinung. So. Ja, wir leben hier in Deutschland, hier gibt's keine freie Meinung. Das stimmt allerdings. Kannst du alle YouTuber fragen. Es gibt keine freie Meinung in Deutschland. Ist auch nicht. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht mal das Illusion of Time Project fertig. Yay. Jetzt weiß ich gerade, wer mich angeschrieben hat. Jetzt weiß ich eigentlich, dass ich gucken müsste. Ach, dein Zeitfenster hat dich angeschrieben? Nein. Um das mal so liebevoll auszudrücken. Mein Aufnahmepartner für das letzte Dungeon. Wo ich im Prinzip... Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht sagen, wer es ist, leider. Doch. Die habe ich schon gesagt, die habe ich gesagt, aber auch du hast jetzt einfach mal die Fresse zu halten. Ich denke gerade nach, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, das ist war es, auch. Mister, ich liege mit jemand anderem im Clinch? Oder vertue ich mich da? Ja, so, nein, ich weiß, wann ich. Ich weiß gleich, was ich was rausschneiden muss. Ja, ist er.
Gott. Ich hab dir auch gesagt. So, so rausschneiden. Falls ich das rausschneiden möchte. Er schreibt dir lieber die Zeit auf, ansonsten musst du dir das gesamte Video angucken und da hast du höchstwahrscheinlich keinen Bock. Denn dann musst du dir meine Kommentare anhören. Ich hab damit kein Problem. Ich hab bis jetzt noch keinen einzigen Part von Illusion of Time von den 12 Parts momentan irgendwie eine Partbeschreibung oder so fertig, ne? Ich bin da gerade extrem am Uploaden. Was meinst du, wieso ich sowas nicht mache? Weil du nicht genug Arbeit in deine Videos stecken möchtest. Finde ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, in der Videobeschreibung hast du halt nochmal Zeit, dir nochmal alles anzugucken, ob du mit deinem Kommentar zufrieden bist und sonstiges, finde ich persönlich. Nein! So. Ich persönlich... Nein. Ich persönlich bemerke auch, wenn ich mal schlechter bin, also im Prinzip immer. Ja, ja, so geht das. Ja. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ah, drauf geschissen, lieber Topspiel. Nein, du bist nicht schlecht. Du bist schon... Du bist schon auf einer ganz anderen Liga. Jetzt geh mal bitte in Gruppe blau. Oh. Ja, stimmt, ja. So, die, so die. Oh Gott, ich stütze ihn. Warte. Vielleicht krieg ich's hin. Vielleicht krieg ich meine Stimme ein wenig femininer. Ne, ne. Mach's lieber nicht. Deine Stimme wird's nicht gut tun. Ich weiß, ich weiß. Ich mach's absichtlich so fail. Sordini, Sordini. So. Kupfer! Achso, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Stimmt, und dann ist das super. Warum nur? Da hatte ich keinen Bock mehr auf dich. Nee, gar nicht. Da konnte ich nochmal hoch. Wie am Ende einer jeden Aufnahme. Ich hab keinen Bock mehr auf den Penner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich hab das Gefühl, du wirst wieder elendig verrecken. Oh, warum? Sieh's mal so. Ich hab den Magic Mirror. Ich hab keinen Mana, aber ich hab den Magic Mirror. Stimmt, ich halt nicht. Das hat sich so viel verbessert. Boah. Ich weiß, dass Person X mich angeschrieben hat. Verdammt, ich muss jetzt mal das Risiko nehmen, mal gleich mal kurz aus dem Spiel rausgehen, weil das extrem wichtig ist, wie ich gerade merke. Ich baue mal lieber nichts ab, ansonsten wäre das gerade total dämlich. Ja, sorry Leute, aber RL kommt manchmal auch davor. Ach du Scheiße, du hast einen RL? Er ist kein Gamer, nieder mit ihm. Ab mit dem Kopf! Ja, ist so, ihr müsst mich jetzt alle hinrichten. Weißt natürlich. Du, wer das Zitat kam? Bitte sagt ja. Ich glaube. Ja, Leute, ich glaube, ich werde das alles in einem Part lassen. Danke fürs Zugucken für diesen Part. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Episode.